Wir sind hier in Bensheim an der Hartbrücke. Dort wurde eine MANV-Übung mit 50 Verletzten angenommen. Der Rettungsdienst, THW und Feuerwehr wurden hier zu der Einsatzstelle gerufen. Im Einsatz als Unfallstelle wurden ein Bus, zwei PKWs an der Süd- und zwei PKWs an der Nordseite angenommen. Der Bus war voll besetzt, die PKWs waren auch voll besetzt mit eingeklemmten Personen. Es wurden insgesamt 122 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des THWs im Einsatz. Und insgesamt an Verletzten waren ca. 60 Personen, die verletzt waren. Mein Name ist Sascha Stein, ich bin stellvertretender Zugführer für das THW in Bensheim. Wir wurden heute hier zu einem Massenanfall von Verletzten alarmiert. Unsere Aufgabe bestand darin, vier schwer verletzte Personen aus einem kleinen PKW, in dem Fall war es ein Opel Corsa, zu retten. Diese haben wir mit Hilfe von Schere Spreizer befreit. Die Schwierigkeit bestand darin, dass der PKW unter den Bus gerutscht war und verkeilt war. Des Weiteren haben wir Sicherungsarbeiten an dem Bus ausgeführt. Wir haben den Bus mit Rüstholz unterbaut, dass dieser nicht von dem PKW runterrutschen konnte. Und haben dann des Weiteren den Rettungsweg aus dem Bus hin zur verletzten Sammelstelle unterstützt mit unseren Kräften. Ja, zum Ablauf her, für uns war es wichtig, zuerst die sogenannten roten Patienten, also die Schwerstverletzten, sicher zu identifizieren und dann in die Kliniken zu transportieren. Die werden mit Farbbändern gekennzeichnet, mit roten Bändern. Das heißt, die ersteintreffenden Rettungsmittel hatten halt die Aufgabe, erstmal Strukturen in die Szenerie zu bringen, dann die roten Patienten abzufischen, den Rettungsmitteln zuzuweisen. Im zweiten Schritt haben wir dann halt die gelben Patienten abgefischt, also Mittelschwerverletzte, die aber jetzt keine Transport- oder Behandlungspriorität haben. Und jetzt sind wir im Prinzip gerade noch dabei, die letzten gelben Patienten und dann die unverletzten Betroffenen bzw. leicht verletzten Patienten halt abzutransportieren. Vom Ablauf her muss ich sagen, es hat im Prinzip genauso funktioniert, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Das heißt, man muss also wirklich sagen, unser Einsatzkonzept für den Hessentag, was wir heute hier getestet haben, ist voll aufgegangen. Ich bin sehr zufrieden mit der Übung.